Das One Piece Kapitel 1123 trägt den Titel Die zwei leeren Wochen und bezieht sich hierbei auf Dr. Vegapunts Plan gegen den Verräter in ihren eigenen Reihen und der Vorbereitung für seinen kommenden Tod. Die eigentliche Handlung des Kapitels beginnt dann auf der Egghead-Insel, wo alle Marinesoldaten einschließlich der Vizeadmiräle ohnmächtig sind. S-Snake, die sich noch in ihrer Blase befindet, versucht die umstehenden Marinesoldaten aufzuwecken, damit sie Ruffy und seine Crew verfolgen können. In der Zwischenzeit sieht man Gear 5 Ruffy, wie er Emmett für seine Hilfe dankt. Aber keine Reaktion von dem inzwischen wohl verstorbenen antiken Roboter erhält. Die beiden Riesen Boogie und Woogie kommentieren dann, dass sie die Anwesenheit des Feindes nicht mehr spüren können, da alle ohnmächtig sind. Dieser Augenblick deutet darauf hin, dass das von Emmett verwendete Eroberungshaki möglicherweise stärker ist als das vom roten Shanks. Allerdings muss man hierbei fairerweise auch sagen, es wurde derzeit nicht explizit bestätigt, dass Joy Boys Königshaki stärker als dies des roten Shanks ist. Allerdings sind sie wohl auf einem ähnlichen Level, was nochmal umso mehr die Macht vom roten Shanks untermauert, denn dass sein Königshaki so mächtig ist wie die des ersten Piraten von Joy Boy ist unglaublich. Anschließend sehen wir die Thousand Sunny und das Schiff der Riesenkriegerpiraten gemeinsam die Segel nach Elbaf setzen, wobei Bonnie in ihrer wahren Form auf ihren Vater Kuma schläft. Auf der Thousand Sunny sieht man dann Zoro, wie er sich gemütlich entspannt, während Lissop weinend Boogie und Woogie begrüßt. Ruffy, der jetzt wieder auf der Thousand Sunny zu sein scheint, liegt in seiner zerknitterten Form nach Gear 5 auf Namis Schoß. Sanji hingegen steht alleine auf dem Schiff der Riesenkriegerpiraten und betrachtet Dr. Vegapunks leblosen Körper, der auf einem Futon liegt. Er spricht damit Dr. Vegapunks Körper bzw. Leichennamen und sagt, dass er sich mit dem, was dort gesagt wurde, unwohl fühlt und fragt, ob dies wirklich so enden sollte. Anschließend kommentiert Sanji, wie verrückt das Ganze war, was er über die Videotransponder-Teleschnecke gehört hat, als eine Rückblende auf 2 Wochen zuvor auf Egghead beginnt. Und mit dieser Aussage von Sanji ist nun bestätigt, dass sämtliche Mitglieder der Strohpiratenbande, der Riesen, aber auch der Verbündeten, allgemein die Leute, die sich derzeit auf Egghead befanden, während der Videoübertragung von Dr. Vegapunk an die Welt, allen Anschein alles mitgehört haben. In der Rückblende entdeckt Vegapunk Shaka eine Änderung in den Daten des Mutterflammkraftwerks, wobei Dr. Vegapunk und Pythagoras ebenfalls betroffen sind. Shaka bemerkt, dass es sich bei dem Fehler um ein sehr ernstes Problem handelt, wenn es sich um einen Irrtum handelt, während Pythagoras erkennt, dass diese Daten sich von denen unterscheiden, die sie aufgezeichnet haben. Shaka antwortet, dass die Änderungen clever in den Aufzeichnungen verborgen wurden, vermutlich meint er die Punk Records. Das erwähnte Trio kommt zu dem Schluss, dass der Täter einer von ihnen sein muss, wobei Dr. Vegapunk zunächst einmal Lilith vermutet und geht davon aus, dass sie der mögliche Verräter sein könnte. Shaka fügt hinzu, dass nur die drei von ihnen ein perfektes Alibi haben und dass nun eine enorme Menge an Energie gestohlen wurde. Das Trio beschließt dann, ihre Gehirne auf Tarnmodus zu schalten, da der Verräter, wenn sie diese Erfahrungen in die Punk Records hochladen, merken würde, dass sie entdeckt wurden. Die drei untersuchen eine Woche lang, bevor Pythagoras erkennt, dass Vegapunk York die wahre Verräterin, die Täterin ist. Er behauptet, entdeckt zu haben, dass York falsche Erinnerungen in die Punk Records hochgeladen hat und auch die Transponder-Schneckenvideos und die Seeungeheuerwaffen manipuliert hat. Dr. Vegapunk nennt es einen großen Fehler, die Emotion Gier zur Erschaffung einer Person verwendet zu haben, während sie ihrem aufgezeichneten Gespräch mit dem Gorosei lauschen. Der Chefwissenschaftler erkennt dann, dass dies der Grund ist, warum die Cypherpole sie in der letzten Zeit so oft besucht hat, als am nächsten Tag das Königreich Lulusia ausgelöscht wurde. Nachdem er dies erfahren hat, erkennt Dr. Vegapunk, dass York einen Teil der Mutterflamme gestohlen und der Weltregierung mit einer Seeungeheuerwaffe übergeben hat. Dies führt Dr. Vegapunk auch zu dem Entschluss, dass die Weltregierung tatsächlich eine antike Waffe besitzt, was hier nochmal mehr bestätigt wird, dass es sich entweder um diese mysteriöse antike Waffe Uranus handelt oder eine weitere und bisher unbekannte antike Waffe. Shaka schlägt vor, York selbst zu fangen, aber Dr. Vegapunk sagt, es sei zu spät, da sie sich für die Weltregierung als nützlich erwiesen habe. Ebenso wird der Rest von uns getötet werden, egal was passiert,
weil wir vom leeren Jahrhundert erfahren haben. Dr. Vegapunk erzählt ihnen dies und rät, die Flucht für die Bewohner von Egghead vorzubereiten, betont jedoch, dass sie die Technologien nutzen können, die O'Hara nicht hatte, um ihre Stimmen weit und breit auf der ganzen Welt zu verbreiten. Er fügt hier anschließend hinzu, dass je näher er der Wahrheit kommt, desto dunkler wird es, genau zu erkennen, was die Weltregierung im Grunde genommen eigentlich ist. Er fügt hierbei noch hinzu, dass er nicht zulassen wird, dass sein Tod umsonst ist, bevor er des Weiteren hinzufügt, dass die Kumufutu-Maschine zur Erzeugung von Inselwolken geschützt werden muss. Er betonte hierbei auch etwas sehr Interessantes, und zwar, dass in einer versunkenen Welt, in der wir uns befinden, eine solche Technologie unverzichtbar sein wird. Dr. Vegapunk beginnt dann, Emmets Körper zu modifizieren, um die Übertragungstransponder-Teleschnecke aufzunehmen, wobei York ihn eines Tages dabei sogar tatsächlich erwischt und fragt, was er da genau tut. Allerdings lügt er sie an und sagt, dass er versucht, Emmett mit der Mutterflamme zu bewegen, woraufhin sie sagt, dass sie hofft, dass es bald perfektioniert wird. Er denkt sich dann, dass die derzeitigen Unvollkommenheiten der Mutterflamme ihre einzige Hoffnung sind. 2 Tage vor der Gegenwart nahmen die drei, die Yorks verräterische Handlung entdeckt haben, die Aufnahme auf, was erklärt, warum nur sie im Video anwesend waren. Es wird jedoch dann enthüllt, dass sie dann ihre gesamten Erinnerungen an die letzten 2 Wochen löschen, um ihren Plan und die Entdeckung an den Verrat von York geheim zu halten. Der Chefwissenschaftler betont, dass dies der Schlüssel sei, da die Katastrophe, die ebenso eintreten würde, genau das ist, was letztendlich ihren Sieg herbeiführen würde. Anschließend erwacht Dr. Vegapunk nach dem Gedächtnisverlust und findet eine Notiz, die besagt, dass ihre Forschung an die Weltregierung geleakt wurde. Ebenso werden sie schon sehr bald sterben, aber die Notiz betont auch, dass eine Gegenmaßnahme während der 2-Wochen-Lücke in seinem Gedächtnis vorbereitet wurde. Die Notiz bittet Dr. Vegapunk auch, bitte an sich selbst zu glauben und zu sterben, und beginnt noch etwas hinzuzufügen, was jedoch abgeschnitten wird. Der Rückblick springt dann vor zu dem Moment, als Dr. Vegapunk, Sanji, Atlas und Frankie mit dem Vegatank 8 fahren, um zur Bodenebene von Egghead zu gelangen. Dr. Vegapunk sagt Sanji, dass er nicht wieder nach oben gehen wird und auf der Bodenebene bleiben wird, und fügt hierbei hinzu, dass er möchte, dass Sanji ihn hier dort sterben zurücklässt, da er glaubt, dass sein Tod etwas Wichtiges auslösen wird. Sanji sagt, dass sein Tod einen großen Aufruhr verursachen würde und er es nicht tun kann, aber Vegapunk bittet ihn darum. Sanji fragt, was los sei, als das Kapitel zur Gegenwart zurückkehrt. Wir sehen die beiden Piratencrews feiern, wobei Lysop besonders aufgeregt ist, endlich nach Elbaf, dem Land seiner Träume, zu reisen. Während dies zu sehen ist, hallen Dr. Vegapunks letzte Worte an Sanji durch, wobei er dem Koch der Strohhüte sagte, dass er sich wünscht, dass seine Crew den titelgebenden Schatz der Serie, das One Piece, erlangt. Mit diesen sehr interessanten Informationen über Dr. Vegapunks letzten 2 Wochen und der Vorbereitung gegen den Verrat von York endet das unglaublich interessante One Piece Kapitel. Es mag zwar wie eine Art Übergangskapitel dargestellt sein, es handelt sich mit Sicherheit auch um eines der letzten Egghead Kapitel, allerdings sollten diese Informationen innerhalb dieser Rückblende nicht außer Acht gelassen werden. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Pere 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 pere. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy.